Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator 2 hier auf dem Weg nach Skandinavien. Und zunächst mal, vor dem Weg nach Skandinavien haben die Götter den Weg nach Bremen gesetzt. Ja, im letzten Video habe ich so ein bisschen angefangen zu plaudern über den Kanal, allgemeine Tendenzen und was wir da so alles vorhaben in nächster Zeit. Und da habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass der gute Yankee ja da auch noch einen Flugsimulator spielen wird. Ist immer noch nicht zugekommen, das aufzunehmen. Und der Yankee macht natürlich gerade seinen verdienten Urlaub. Seinen wohlverdienten. Was kommt da denn angefahren? Ein sehr osteuropäisch aussehender LKW mit gleich zwei Tankbehältern. Was auch immer da wohl drin war. Chemiemüll wahrscheinlich. Hätte ich vielleicht mal reinfahren sollen. Ja, ihr merkt vielleicht in den letzten Videos, meine Stimme ist in letzter Zeit häufiger mal so ein bisschen angeschlagen. Ich habe wahrscheinlich einfach zu viel geredet in meinen Videos. Ich muss mich da ein bisschen schonen. Oh, da haben wir Einkommen. Der gute Martin hat mal wieder 7 Riesen verdient. Und was haben wir da? Die Georgia 4500 läuft bei uns. Muss es auch, denn wir wollen uns ja irgendwo in Skandinavien jetzt eine Garage leisten, damit wir nicht immer dahin zurückfliegen. Wo wir denn hinfliegen? Nämlich nach Köln. Nicht, dass es in Köln nicht schön wäre. Hört ihr, wie der Retarder einschlägt? Das ist natürlich auch krass. Ja, ihr wundert euch vielleicht, ist das noch der Gardahol, den ich abonniert habe? Den gucke ich doch eigentlich so gerne, weil er in Videos immer verrückte Sachen macht. Ja, der ist das. Diese Staffel steht unter dem Motto, wir spielen realistisch, weil sich das wirklich sehr viel gewünscht wurde, weil mir wieder unterstellt wurde, ich hätte keinen Spaß an dem Spiel. Es sind ja zuweilen noch Kommentare, die mich treffen, weil ich also eines, was mir ja, seit ich den Kanal aufgemacht habe, immer ganz, ganz wichtig war und auch weiterhin wichtig sein wird, ist, dass ich hier nur Spiele spiele, an denen ich wirklich Spaß habe. Nur Folgen rausbringe, wenn ich auch richtig Bock habe, das auch aufzunehmen, beziehungsweise sagen wir mal anders, wenn ich nicht keinen Bock habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, was haben wir denn ja gerade? The Witcher. The Witcher ist ein Spiel, da muss ich mich davor setzen. Ich muss wirklich alle Ruhe der Welt haben und ich muss mich von der Stimmung her in dieses wunderschöne Spiel reinfühlen. Das kann ich nicht jeden Tag. Das ist einfach so. Da werde ich mir dann schon wieder einen richtig schönen Aufnahmetermin raussuchen. Und auch das kommt da rein. Also nicht nur, wenn ich jetzt, was weiß ich, Prison Architect zum Beispiel, bin ich ganz ehrlich, habe ich im Moment keinen Bock aufzunehmen. Ist so. Warum? Keine Ahnung. Haben wir vielleicht zu viel gespielt? Dann nehme ich das nicht auf. Ich weiß, dass ich da 5 Milliarden Klicks kriegen würde. Vielleicht. Aber das nützt nichts. Ich mache diesen Kanal nicht zur Klickoptimierung und zu, ne? Sondern das muss dann auch von mir, vom Herzen kommen. Let's Plays mit Herz für euch. Und deswegen finde ich halt solche Kommentare wie, naja, man merkt, du hast keinen Bock da drauf. Halt schade, weil es gibt offenbar Leute, die dann meine Spielweise missinterpretieren, als keine Lust auf irgendwas haben. Warum auch immer. Verstehe ich dann schon mal nicht. Der hat sich aber gerade ganz, ganz, ganz spät noch anders überlegt, oder? Das ist aber auch. Das war ganz schön knapp. Ja, wir sind mit unserem Weizen hier unterwegs nach Bremen, wie gesagt. Und ich bin ja mal gespannt, was wir dann Feines finden. Ob wir wieder. Zuletzt, in der letzten Staffel, haben wir viel Pech mit unseren Aufträgen. Wir haben sehr selten vernünftige Aufträge bekommen, wo wir in die Richtung gekommen sind, wo wir hinwollten. Wir sind dann erst nach Benelux und dann sind wir rüber nach Ostdeutschland, beziehungsweise nach, wieso sage ich eigentlich Ostdeutschland, wenn ich Osteuropa sage, ist doch fast dasselbe. Entschuldigung. Jedenfalls, ja, da haben wir ein bisschen Pech gehabt mit. Ja, jetzt mal ordentlich bremsen hier. Und dann sind wir ja auch schon da. Es ging also doch noch halbwegs schnell.
Da dieses Spiel keine Zeitkrümmung hat, wie der Train Simulator zum Beispiel, bringt die Raserei eigentlich auch weniger. Das ist schon so. Oh, da ist sein Chemie-Kollege von BASF. Das heißt BASF! Ja, ich weiß. Wisst ihr auch, für was das steht? Bayerische oder badische? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, badische Analin- und Sojafabrik. Oder Sodafabrik? Soja? Irgendwie so? Ich meine wohl. Müsste ich jetzt nachgucken. Aber aus dem Hinterkopf, aus meiner Kindheit erinnere mich, dass das irgendwie so hieß. Ist ja auch mit landwirtschaftlichen Sachen groß geworden. Wenn ich das recht erinnere. Ja, wir waren da irgendwie drauf gekommen, zum Thema Kanalentwicklung und Kanal, was wir da machen wollen und wo wir da gerade stehen und so. Man muss sie auch mal immer noch mal wieder vor Augen halten und das ist ja eine Sache, die ich immer noch nicht verstehen kann. Wenn ich mir die Abonnentenzahlen angucke und so weiter, das sind alles Dinge, die begreife ich nicht. Ich habe da jetzt ja zum Beispiel, da könnt ihr mir vielleicht helfen, also ihr Zuschauer, da brauche ich wirklich mal eure Hilfe, weil das ist eine Sache, die mich natürlich auch trifft, die ich aber da nicht verstehe. Und zwar, es hat mir Zuschauer sich immer wieder gewünscht, ich möchte doch mal bitte wieder, Moment, fahr mal eben hier rückwärts rein. Das ist gerade halt so laut immer. Schöner Schmitz-Aufleger hier übrigens. Ups. Ja, man merkt, ich bin ein bisschen aus der Übung. So, ich schaue mal erstmal auf die Bewertung, da wir ja vernünftig gefahren sind. Ordentlich Bonus. Schön. Das freut mich auch. Ja, und da muss ich noch was zeigen. Oh. Alter. Hohoho. 35 Tonnen Haultruck hier. Aber da holen wir überall nicht hin. Ah. Na weg hier. Na weg hier, Möbel, oder? Das nehmen wir. Yes! Da haben wir mal Glück gehabt, ne? Denn ich muss mal eben die Lackierung ändern. Denn es hat mal wieder ein schönes Geschenk aus der Community gegeben. Ja, worauf ich hinaus wollte. Also, ich wurde immer wieder gebeten, mach doch mal eine Studiotour, ne? So. Was habe ich gemacht? Eine Studiotour. Und da schreibt dann jemand unter die Videos oder irgendwo, Moment. Ja. So, da schreibt dann jemand und das hat mich wirklich sehr getroffen, weil ich es nicht verstehe, sag ich mal, oder den Zusammenhang nicht verstehe. So, wir wollten mal eben kurz noch zum Lackierer hin. Haben wir da einen? Ja, da müssen wir hier rechts abbiegen. Dann da oben rein. Ja, dann schreibt dann jemand, zur Studiotour schreibt dann jemand, du bist nicht mehr der Garderol, den ich abonniert habe. Du bist voll auf dem Weg, da arrogant und abgehoben zu wirken, wie man das in diesem Video sehen kann. Okay. Und das trifft mich echt, weil, also ich, also mein größtes Bestreben ist ja, und das sage ich immer wieder, nie zu diesen, zu so einem, wie soll ich das nennen, so eine Klickhuren-Kanal zu werden, ja. Also Videos zu machen,
von XYZ, weil ich genau weiß, es gibt die maximalen Klicks. Oder hier Schema F anwenden, um, was weiß ich, Titten-Thumbnails, ein schönes Beispiel. Oder Thumbnails mit bunter Schrift in großen Buchstaben. Meine Ex verarscht, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das werdet ihr bei mir nicht finden. All diesen ganzen mega Scheiß, Kommerz, Rummel, Kack will ich nicht mitmachen. Wenn ich Dinge in Richtung Produktplatzierung oder Werbeangebote mache, immer transparent euch vernünftig darüber zu unterrichten, euch das ganz klar zu sagen. Mich auch an den kleinen Dingen zu freuen. Aber, trotzdem, dass immer, jederzeit, in bestmöglicher Qualität. So, ich glaube, ich muss als erstes das Ding hier nehmen. Ich glaube ja. Und dann kriegen wir nämlich diese wunderschöne Lackierung mit dem Bär und dem Tiger. Und ist das nicht toll? Ja, die ist exklusiv für mich. Die gibt es leider nicht für euch. Ich hätte vielleicht noch nach anderen Upgrades gucken können, aber ich glaube, da gibt es keine, weil wir kein Level aufgestiegen sind. Genau. Ja. Das also jetzt. Ihr habt ja die Möglichkeit, andere LKWs zu bekommen aus unserem Community Pack, aber das hier ist jetzt mein Bärentiger-LKW. Das ist eine persönliche Geschichte für mich und ich finde es einfach ganz toll, dass also auch ein Community-Mitglied auch mir persönlich da was bastelt und ich habe mich da so super riesig drüber gefreut. Vielen Dank nochmal dafür. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich bin da auch immer dankbar dafür, dass ja auch ihr als Community mir all diese Dinge ermöglicht. Ja, ich war beim Thema Arroganz stehen geblieben. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, inwieweit das Video arrogant rüberkam. Und da habe ich mir überlegt, ja, wie kommt jetzt der Zuschauer zu diesem Eindruck? Und ich vermute mal, das liegt daran, dass ich da einfach mal gezeigt habe, wie wir hier arbeiten. Also mit welchen Sachen wir arbeiten. Und das kann man natürlich als arrogant, abgehoben etc. empfinden, wenn man sieht, was wir alles benutzen. Aber ich... Das ist ja genau der Punkt. Und das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Alles, was ich hier sozusagen mit YouTube reinhole oder durch eure Spenden oder durch die Werbung und so, das fließt wieder in die Qualität der Videos, in die Qualität der Videobearbeitung. Ich möchte immer euch immer jederzeit die bestmögliche, technisch bestmögliche Videoqualität bieten. Derzeit kann ich das immer noch nicht. Trotz dem Equipment, was wir da haben, ist das immer noch nicht die beste Qualität. Ich bin da niemals werde ich damit zufrieden sein. Besonders auch gerade hier bei so einem Spiel hier, wo dann das Video in mein Klötzchen verfällt. Auch hier werde ich jetzt was ausprobieren, dass wir weniger Klötzchen haben. Das könnt ihr ja mal jetzt vergleichen mit den Videos der letzten Staffel, ob ihr da was feststellt, ob sich das verbessert hat. Und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass dieser Kommentar daher rührt, dass da jemand sieht, boah, guck dir mal an, ey, der Garderol, was der da investiert, beziehungsweise nee. Die Vermutung ist wahrscheinlich, boah, ey, guck mal, was der Garderol da alles in den Arsch geschoben bekommt. Das ist nämlich mitnichten so. All die Sachen, die ihr da seht, die musste ich kaufen. Für diese Videos, also musste ich nicht. Ist klar, man kann sich auch ein 20-Euro-Headset aufsetzen und Videos machen. Natürlich kann man das. Aber, wie gesagt, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte euch, wenn es eben geht, immer die bestmögliche Qualität bieten. Und deswegen wird das immer wieder investiert. Also, was ich hier verdiene, wird immer wieder investiert. Und natürlich muss ich da auch in meine eigene Tasche greifen. Ne? Also, das ist ja nicht so, als wenn YouTube mir so einen, die ganzen Sachen da irgendwie finanzieren könnte oder so. Aber auch da, sollte dem so sein, würde ich auch nicht davor zurückschrecken, euch das ehrlich zu sagen. Und wenn ich jetzt sagen würde, jo, das habe ich alles nur mit meiner YouTube-Money finanziert, fände ich das auch ehrlich und fair, euch das zu sagen. Und nicht wie ganz große YouTuber, die, ja, die großen YouTuber, die verdienen im Monat fünfstellig, teilweise sechsstellig, tun aber so,
als wären sie ganz arme Schlucker. Und das möchte ich auch nicht. Und deswegen habe ich euch das einfach mal ganz transparent und offen gezeigt, weil ich möchte euch nach wie vor hier als ganz, ganz wichtigen Teil an meinem Kanal behalten. Und deswegen, ja, sowas trifft mich halt. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, was da gemeint war. Vielleicht seht ihr auch Punkte, wo ihr sagen würdet, naja, das kommt aber schon arrogant rüber. Jeder Mensch empfindet ja auch Sachen, die ich sage, anders. Natürlich, das ist halt so. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch, es gibt ja, wenn man was sagt, gibt es immer Sender und Empfänger. Der Sender sendet eine Botschaft. Der Empfänger ist in der Technik ja nicht anders, interpretiert diese Botschaft. Und auf dem Weg vom Senden zum Empfangen gibt es vielleicht Packet Loss. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ansonsten, ja, diese Folge mal ein bisschen ernster. In der nächsten geht es wieder lustiger weiter. Trotzdem hier dieses wunderschöne neue Skin-Paket mit dem Tiger und dem Bären drauf. Der Löwe ist da nicht ganz so wichtig drauf, aber der Tiger und der Bär. Und ja, auch das ist eine Sache, die mir zu Herzen geht. Auch das ist eine Sache, die mir wirklich richtig viel bedeutet. Oder wenn ich hier, ich gucke jetzt gerade nach rechts, sorry, wenn die Folge jetzt länger wird, aber ich bin gerade sehr emotional. Da gucke ich an meine Pinnwand. Und da hängen, ja, da hängen auch Businesszahlen von meiner Firma, die ich hier betreibe mit YouTube. Natürlich hängen die da. Weil mich das auch stolz macht, wenn ich was erreiche. Natürlich. Aber den größten Platz da nehmen eure Urlaubskarten ein. Wenn ihr mir aus dem Urlaub Postkarten schickt, die hängen da alle. Oder ein Bild von dem Hund, der Garderol heißt, hängt da auch. Also, und das bedeutet mir viel, 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 viel mehr. Und das bleibt auch so. Das wird sich nicht ändern. Und ja, mit diesem Versprechen möchte ich diese Folge beschließen. Ihr merkt, das ist mir gerade sehr, ja, das geht mir zu Herzen. Ich bin keine Maschine, die sich hier hinsetzt und Videos runterspult. Jeden Tag 5 Stück von einem Spiel oder so. Auch das kann ich nicht. Wir machen jetzt einen professionellen Schnitt. Die nächste Folge, ja, die werde ich ja genau nach dieser aufnehmen. Und zur Professionalität gehört es auch, dann wieder umzuschalten und wieder weiterzumachen. Auch wenn man einen Schlag in die Magengrube bekommt, weitermachen. Und dann geht es in der nächsten Folge mit weiter. Also, besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.